Mensch, wie cool ist das denn? Ich habe mich schon immer gefragt, wie viele Gummibänder ich brauche, um eine Wassermelone explodieren zu lassen. Und sie ist explodiert! Das war episch! Genau das, was ich wollte! Großartig! Hey, was ist denn hier los? Woher kommen diese seltsamen Geräusche? Justin, was hast du angerichtet? Warum sieht diese Wassermelone so aus, als hättest du sie missbraucht? Weil ich hier ein Experiment gemacht habe. Experiment also? Ich glaube, es wird Zeit für eine Challenge. Oh, nun, ich hoffe, niemand kann mich hören. Was ist das denn? Hilfe! What? Wollt ihr mich verarschen? Denkt ihr etwa, ich habe keine Angst vor Kakerlaken? Macht, dass ihr wegkommt von meiner Pizza! Mann, ich wollte sie aufessen. Aber diese blöden Insekten haben mir nichts übrig gelassen. Moment mal, eine Wassermelone. Warum esse ich die nicht einfach? Ich zeige euch gleich, was echtes Kung Fu ist. Mit zwei Schwertern erledige ich diese Wassermelone im Handumdrehen. Ja! Das war aber noch nicht alles. Jetzt brauche ich noch den Rest der Früchte. Tada! Und in wenigen Sekunden haben wir eine Fruchtpizza. Was könnte besser schmecken? Es wird Zeit, dass Justin sie probiert. Justin, schau mal, was ich mitgebracht habe. Oh, Brittany, das ist ja toll. Du hast einfach einen perfekten Pizzaersatz gemacht. Muss auch mal probieren. Dieses Experiment war es wert, eindeutig. Ich weiß nicht, warum ich beschlossen habe, eine gute Nachtgeschichte zu sehen. Oh Mann, ich habe nur noch Maiskörner hier übrig. Es wird Zeit, dass ich sie in Popcorn verwandle. Und diese Wassermelonensaftpresse wird mir dabei helfen. Ich mache nämlich nicht nur Popcorn. Nein, ich mache Popcorn mit Wassermelonengeschmack. Alles, was ich tun muss, ist einfach den Saft der Wassermelone direkt in die Pfanne zu pressen. Die Pfanne kommt auf den Herd und fertig ist mein Popcorn. Das müssen wir dringend probieren. Köstlich. Hey, Justin, das musst du probieren. Oh, fantastisch. Wassermelonen-Popcorn. Ich will mehr davon. Hier hast du noch ein Stück. Das war mal wieder ein Erfolg. Lecker, Wassermelone. Hä? Was ist denn hier los? Ha, ich liebe es, Marshmallows zu braten. Hier ist doch irgendwo ein Feuer. Brittany eilt schon zur Hilfe. Justin, der Feueralarm ist angegangen. Wir haben hier offenes Feuer. Was machst du denn? Ich habe mir doch nur Marshmallows gemacht. Mensch, jetzt bin ich voller Schaum. Ach, sei nicht sauer. Weißt du was? Ich werde dich aufmuntern. Ich habe mir überlegt, wie man einen selbstgemachten Holzkohlegrill direkt aus einer Wassermelonschale herstellen kann. Die eignet sich hervorragend als Unterlage für so einen Grill. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Holzkohle reinlegen und mit ein paar Stricknadeln durchstechen. Jetzt noch schnell anzünden. Und fertig ist unser Grill. Justin, schau mal. Ich habe einen sicheren Grill gemacht. Wow, Brittany, du bist eine echte Wundertäterin. Und das Beste daran ist, dass kein Feueralarm uns stören wird. Mann, ich bin so durstig. Warte mal, ist da keine Cola mehr übrig? Mann, das ist ja voll unfair. Du meinst, die Cola ist alle? Ich werde mir was überlegen. Cola ist sicher lecker, aber es gibt nichts Besseres als Wassermelonensaft. Ich brauche einfach einen Stabmixer, den ich direkt in die Wassermelone reinstecke. Yeah! So ist gut. Jetzt wird es Zeit für eine kleine Strandparty. Licht, Strohhalm, perfekt. Was ist hier los? Wieso bewegt sich die Wassermelone? Aha, eine Bohrmaschine. Die könnte ich gebrauchen. Damit bohre ich einfach ein paar Löcher direkt in die Wassermelone rein. Da kommen jetzt ein paar Strohhalme rein. Und hier kommt auch schon die Cola-Lieferung. Dankeschön. Justin, komm mal her, das musst du probieren. Wassermelonensaft mit Coca-Cola. Bin ich nicht ein Genie? Hey Justin, vergiss deine Cola. Probier dieses Getränk hier. Schön reinstecken, auffüllen und probieren. Schmeckt perfekt.
Britney, würdest du vielleicht mit deinem Freund teilen? Leider habe ich nichts mehr. Aber mach dir keine Sorgen. Ich besorg dir andere Gummibärchen. Natürlich werde ich sie wieder aus einer Wassermelone machen. Ich nehme mir eine Münze. Mit der zerschneide ich meine Wassermelone. Ja! So einfach geht das. Jetzt mache ich wieder aus dem Fruchtfleisch Saft. Da kommt jetzt Gelatine und noch ein bisschen Wasser rein. Schön umrühren und abkühlen lassen. Und fertig ist meine Gummibärchen-Wassermelone. Jetzt kann ich ein paar Stücke abschneiden. Sieht herrlich aus und wabbelt so lustig. Ich bin mir sicher, das wird Justin gefallen. Hey, Justin, trägst du da mein Kleid? Nee, gar nicht. Was haben wir denn da? Wassermelone. Probieren wir mal. Na, schmeckt so lala, würde ich sagen. Hätte besser sein können. Justin, hör auf, so gierig zu sein. Gib mir das Messer. Ich glaube, ich werde aus dieser Wassermelone ein echtes Kunstwerk machen. Bei der Bildhauerei muss man nur sehr vorsichtig und aufmerksam sein. Dann wird nämlich das Werkzeug deine Hand selbst führen und dir helfen, ein Meisterwerk zu erstellen. Hey, erinnerst du dich noch an Mike aus Monster Incorporated? Ich mache eine Maske, die genauso aussieht wie er. Oder vielleicht wie ein Mignon. Nun, wir sind fast fertig. Hier noch die Hinterseite ausschneiden. Abnehmen. Und das Fruchtfleisch rausnehmen. Das kann ich ja noch aufessen. Wir brauchen es ähnlich für meine Maske. Jetzt wird es Zeit, dass ich sie anprobiere. Die Maske scheint gut zu passen. Hey Justin, wach auf! Hey, cool, Britney! Jetzt nehmen wir uns unsere Nerfs und gehen diese blöden Kakerlaken abschießen. Die waren auch in der Küche, oder? Okay, Leute, ihr habt keine Chance gegen uns. Macht, dass ihr wegkommt. Yeah, wir haben es geschafft. Wir sind ein cooles Team. Ich hätte nie gedacht, dass mit Play-Doh-Spielen so viel Spaß machen könnte. Ich habe so viele Formen, die ich benutzen kann. Wieso benutze ich nicht einfach diese Formen für meine Wassermelone? Ich meine, aus einer Wassermelone kann man alles Mögliche formen. Ich nehme mir einfach eine Wassermelonenscheibe und stanze ein schönes Muster aus. Und fertig haben wir ein richtig nettes, hübsches Dessert. Nice. Das können wir ja noch aufspießen. Super. Gefällt mir gut. Woher kommt diese Musik? Hey, Justin, bitte sei leise. Jetzt schau doch mal her. Ich habe dir ein Wassermelonendessert gemacht. Oh, das sieht ja wirklich hübsch aus. Ich hoffe, das schmeckt auch. Einfach unglaublich. Britney, du bist eine echte Zauberin. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. 5 Sterne für dieses Experiment. Auch definitiv was drin. Ich werde dich öffnen. Oh wow, das ist ja ein Feuerwehrauto. Die Feuerwehrleute sind auf dem Weg zur Hilfe. Weg mit dem Feuer. Feuerwehrmann Alex hat alles gerettet. Was? Jemand braucht Hilfe. Es wird Zeit für Feuerwehrmann Alex. Was brennt denn da? Macht euch keine Sorgen. Feuerwehrmann Alex wird euch retten. Und das nehme ich als Belohnung. Feuer ist kein Spielzeug. Ein paar süße Marshmallows. Ein paar Cornflakes. Und jetzt den Herd einschalten. Ein bisschen warten. Biu, 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 biu. Nicht runterfallen. Wann ist es denn fertig? Ha, wach bleiben. Na, wann ist es denn endlich fertig? Aua! What? Na, wie weit sind wir? Oh ja, das sieht schon richtig gut aus. Jetzt brauche ich einen Handschuh. So machen das die Ärzte. Ups, weggeflogen. Schon gut. Ich setze ihn auf und gebe die Mischung in meine Eierform. Susie wird das absolut lieben. Jetzt verbinden. Das brauche ich nicht mehr. Yeah, jetzt haben wir ein Ei. Riecht super.
Ich liebe es. Schnell zu Susie. Hey. Hey, Susie. Jetzt hab dich doch nicht so. Hm. Probier dieses Ei hier. Oh, wow. Das scheint Susie zu gefallen. Ein Schokobrunnen. Ich muss ihn probieren. Alex, was hast du diesmal vor? Ich glaube nicht, dass Luftballons mit Schokolade die beste Kombination sind. Bist du dir da sicher? Okay, jetzt brauche ich eine Nadel. Luft ablassen. Und schon habe ich eine Schokoschale. Da kommt jetzt Schlagsahne rein. Schön viel. Und Karamellsoße. Ah, wie kann man Schlagsahne widerstehen? Super. Susie, ich habe hier was für dich. Probier das mal. Oh, wow. Das schmeckt ja mega lecker. Gut gemacht, Alex. Oh, wow, Alex. Alle Achtung. Unglaublich. Wie groß war denn die Henne, die dieses Ei gelegt hat? Ganz schön solide. Das gefällt mir gut. 1, 2, 3. Wo ist es denn? Ah, da ist es ja. Oh, das Ei hat den Schlag nicht verkraftet. Moment, ich habe eine Idee. Erst müssen wir das ganze schleimige Zeug loswerden. Und dich brauche ich noch. Alex, womit willst du Susie diesmal überraschen? Ich glaube, die Schokolade ist schon fast fertig. Sie schmilzt so schön. Jetzt wird es Zeit, sie zu probieren. Oh ja, das schmeckt gut. Jetzt muss ich alles vorsichtig in mein Ei füllen. Und versiegeln. Ah, schaut mal, hier ist noch ein bisschen Schokolade übrig. Wo bin ich stehen geblieben? Ach ja. Jetzt müssen wir dieses Ei aufschlagen. Mann, das ist ja schwieriger, als ich gedacht habe. Vielleicht mit einer Bohrmaschine? Das Ei beginnt zu platzen. Unglaublich. Das ist ja ein Regenbogen-Schokoladenei. Für Susie? Sie wird's lieben. Hey, schau mal, ich habe eine Überraschung für dich. Schau dir das an. Wow, dieses Ei hat mich mit seiner Schönheit hypnotisiert. Und mit dem Geschmack auch. Was für eine Überraschung versteckt sich hier? Mal sehen. Wow, das ist ja ein kleiner Rennwagen. Lass uns mal eine Runde drehen. Schnallt euch an. Alex, der Rennfahrer, rast mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Hoppla! Oh, das ist ja Nutella. Da war ja sogar noch ein bisschen drin. Na, umso besser. Da kommen noch ein paar Marshmallows rein. Und das Schokoei wieder verschließen. Geschafft! Das wird Susie sicher glücklich machen. Susie, Alex hat schon wieder versucht, dich glücklich zu machen. Was ist es diesmal? Warte, ich werde es dir zeigen. Dieses Schokoei kombiniere ich mit der Milch. Oh, wow, Alex, du bist ein echter kulinarischer Zauberer. Susie, wie gefällt's dir? Oh, sie scheint es absolut zu lieben. Ein weiterer Sieg für Alex. Stürmer Alex kommt immer näher und Tor! Ups, Alex, dein Ball scheint vor deinen Augen zu verschwinden. Das sieht ja verlockend aus. Ich habe eine Idee. Lass uns noch ein paar Süßigkeiten hinzufügen. Jetzt schnappen wir uns einen Kamm. Alex, aber Kämme benutzt man doch für die Haare. Wobei... Das ist genau das, was ich brauche. Aus diesem Karamell mache ich jetzt wortwörtlich Karamellhaare. Und aus denen erstelle ich jetzt ein kleines Nest. Juhu, geschafft. Das können wir wegpacken. Als nächstes kommen Oreo-Kekse dran. Ja, typisch Jungs, die lieben es, Dinge kaputt zu machen. Jetzt kommen die Kekskrümel hier rein. Und was ist das? Oh, das ist ja mein Lieblingseis. Susie mag es auch. Das verwandeln wir jetzt in ein kleines Küken. Und schön viel Karamell. Susie, ich bin schon auf dem Weg. Susie, was für süße Papageien. Susie, die werden dir nicht antworten. Hier kommt Alex und er hat wieder was Leckeres mitgebracht. Nein, Susie, das ist doch nicht für die Papageien. Das musst du selber probieren. Okay. Mal sehen, mal sehen. Oh, das schmeckt ja fantastisch. Warum kann man aus Joghurt keine Farben machen? Was ist denn da drin?
Genau das brauche ich. Alex, das ist ein Pfirsich. Machst du hier etwa ein Fake-Ei? Genau, mir hat das Eigelb gefehlt. Lecker. Alex, pass auf. Susie ist gerade in einer anderen Realität. Ach, jetzt ist sie wieder bei uns. Probier das neue Gericht von Alex, dem Kochkünstler. Das scheint Susie mal wieder zu gefallen. Alex, was hast du für Susie diesmal mitgebracht? Ein Huhn? Wozu braucht sie denn das? Ah, das Huhn brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur die Eier. Die füllt jetzt Alex mit Farbe. Was hast du dir diesmal einfallen lassen? Susie, pass auf, ich werde es an deine Leinwand werfen. Wow, sowas will ich auch machen. Mensch, das macht voll viel Spaß. Leute, ihr seid echte Künstler. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi, tschüss.